Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Skill. Das letzte Mal habe ich eine kleine Show aufgemacht und euch versprochen oder gesagt, dass ich höchstwahrscheinlich danach direkt mal eine Runde AK zocke. Und das mache ich jetzt auch. AK mit einem EOTech-Visier. Bin sehr gespannt auf die Waffe. Ich habe wirklich jetzt noch gar nicht getestet, gar nicht probiert oder sonst was. Also ich habe keinen Plan. Ich sollte vielleicht wenigstens mal ein bisschen schießen. Ja, die verzieht halt schon deutlich mehr, wie man sieht. Und ich bin echt gespannt. Oh, ich denke, gerade mit EOTech macht die richtig Spaß. Mal gucken, ich werde wahrscheinlich viel EOTech spielen jetzt. Oder es zumindest versuchen. Und ich gehe davon aus, dass ich jetzt hier nicht... Also nicht mal ansatzweise so gut spielen kann, wie das sonst der Fall ist. Und vor allem nicht so viele Headshots produziere, weil ich mit der Waffe wahrscheinlich mehr auf Oberkörper gehe, also auf Brust. Und nicht so sehr auf Headshots. Also verzieht die Waffe einfach viel zu sehr. Aber ich lasse mich drauf ein, bin gespannt, was geht. Und schauen wir mal. Mir geht es jetzt vor allem darum, ein bisschen die Waffe zu zeigen, ein bisschen selbst mit der Waffe Spaß zu haben und scheiß darauf, wie wir jetzt hier abschneiden. Wenn wir halt aufs Maul bekommen und verlieren, dann ist es halt so. Ich muss mich halt auch wieder erstmal daran gewöhnen, hier ein bisschen mit EOTech etc. Schade, dass ich jetzt gerade Energie verloren hatte durch die Nade. Ich denke, dass ich sonst den Typ da down geholt habe und... Ja, mal schauen, was so geht mit dieser EOTech-AK. Ich denke, das wäre eher so eine Waffe für Desert Camp. Hätte halt lieber Desert Camp gespielt, aber... Aber die gab's halt gerade nicht, die Map. Also die lief gerade nicht. Boah, das ist schon massiv, wie die verzieht. Die gab's halt gerade nicht, diese Desert Camp. Aber ich denke, gerade durch das EOTech bisher wäre halt die Waffe echt cool auf Desert Camp, weil man auf Desert Camp viel mehr offene Wege hat, nicht diese kleine Baby-Map hier. Und man dann halt mehr auf Distanz gehen kann, auf Distanz mit seinem EOTech-Visier. Und deswegen hätte ich die halt echt gerne auf der Map getestet, aber egal. Oh, so krass, ey, wie ich da verschieß. Ah, das ist schon sehr ungewohnt, muss ich zugeben, aber macht Spaß. Und AK ist auch keine Waffe, die man... Ja, hier spielt gerade einer an der AK, aber AK ist echt keine Waffe, die man oft sieht. Also ist jetzt nicht so, dass das eine von den einfachen Waffen ist, sondern das ist wirklich eine schwierige Waffe. Die sieht man generell sehr, sehr selten. Und wenn man sie sieht, dann wird sie auch meist nicht gut gespielt. Also ich hab zwar logischerweise schon mal zwei, drei Leute gesehen, die ganz gut mit der Waffe gezockt haben, aber da weiß ich auch nicht, ob die einfach nur... einen guten Tag gehabt haben oder ob die halt wirklich... damit trainiert sind und die wirklich gut zocken können, aber generell kann man schon sagen, dass es nur wenige gibt, die wohl damit wirklich geil spielen können. Oh, fuck, ich schieße die immer nur an, aber bekomme den Kill nicht. Boah, selbst da schaffe ich es nicht. Also ich muss sagen, ich bin ein klein wenig enttäuscht vom Schaden, den die Waffe macht. Die werden doch hier nicht alle eine Armor haben, also Panzerung anhaben. Die macht ja schon deutlich, aber die schießt halt auch nicht so schnell, das merkt man. Die schießt nicht so schnell wie das SG und obwohl der einzelne Schuss halt von der AK hier mehr Schaden macht, merkt man halt ganz deutlich, dass wohl die Schussfrequenz kleiner ist und deswegen die, ja, da haben wir wieder leider einen Sniper-Camper, schade. Da merkt man halt deutlich, dass die Schussfrequenz hier wohl kleiner ist mit dem AK und deswegen so dieser Schaden, die man eigentlich mehr machen sollte, pro Schuss mit der AK, gar nicht so zum Tragen kommt. Schade. Verdammt, ist echt eine scheiß Map für die Waffe, fällt mir so auf. So, jetzt werden wir hier mal kurz warten. Okay, da ist keiner. Boah, ich treffe halt niemanden. Habt ihr das gesehen? Ich glaube, ich hab den, wir gucken mal, aber ich habe ihn nicht getroffen. Krass. Krass. Also ich kann mit der Waffe überhaupt nicht aus der Hüfte schießen. Entweder weil ich es nicht kann oder weil es einfach so schwer geht. Aber ich kann halt auf diese nahe Distanz, das EOTech-Visier, das kann ich gar nicht, weil es einfach zu nah. Komme ich nicht nachher. Mit Zielen. Ah, Tränengas zum Kotzen. Ah, nice, sogar ein Headshot. Ach, nice, richtig wichtig. Noch ein Headshot. Noch ein Headshot. Noch ein Headshot. What the fuck?
Jetzt ging's aber ab und schon bin ich Leader auf der Map mit 13 Kill. Und auch in meinem Team logischerweise. Aber das war jetzt einfach nur Glück, also das war kein Können. Aber ich muss auf jeden Fall mehr ins EOTech reingehen, so schnell, so gut wie es geht. Also das hilft sehr. Das merkt man schon. Und muss halt, wie es aussieht, vielleicht doch wieder einfach so ein bisschen auf Kopfregion gehen, weil jetzt hatte ich ja schon, ich glaube, 4 Headshots. Nacheinander, schade. Das ist halt echt eine schwierige Position. Diese Position, also nicht die, wo der jetzt mich abschießt, sondern dieses Gecampe da an diesen... An dieser Treppe da, wo halt meistens die Sniper rumhocken, die stört mich, wenn ich mit dem SG spiele, nicht so sehr, weil da kann ich relativ schnell aus der Hüfte die einfach abballern. Da habe ich überhaupt keinen Stress mit, aber mit der Waffe ist es natürlich mehr als ungewohnt und deswegen gehe ich jetzt hier auch nicht lang, weil dann bin ich einfach Kanonenfutter für die, sondern werde jetzt auf jeden Fall hier wieder lang gehen. Oh, Flash. Schade, wieder nicht gekillt, sondern nur angeschossen. Aber ich glaube, ich habe nur Armor abgezogen. Wenn man jemanden anschießt und es zieht keine Energie ab, sondern nur was von der Rüstung, dann zählt das nicht als Assist. Wenn ich also jemanden anschieße und der Gegner verliert Energie und dann stirbt er, dann bekomme ich 10 Punkte und dann zählt das als Assist von mir. Aber wenn ich ihn komischerweise treffe und Energie nicht abziehe, sondern wirklich nur Rüstung, dann ist es komischerweise kein Assist, was meiner Meinung nach keinen Sinn macht, weil ja logischerweise die Rüstung auch mit dazu gehört. Aber naja, ist halt so. Ist dann immer ärgerlich, dass man dann keine Assists bekommt. Obwohl man ja den, der ihn umgebracht hat, geholfen hat, logischerweise. Also vom Gefühl her komme ich jetzt schon einen Tick besser mit der Waffe zurecht und auch einen Tick besser mit dem EOTech klar. Jetzt geht's hier aber rund. Schlechter Zeitpunkt zum Nachladen, war mein Fehler. Also jetzt wird dann meine KD doch noch ganz gut. Krass. Endlich mal niemand, der sich drüber beschwert, dass ich hier mit SG spiele, von wegen SG Hero. Aber wie gesagt, wenn man nicht mit dem SG spielt und mit einer anderen Waffe gut ist, dann ist man halt der Cheater oder Hacker. Also ist eigentlich ziemlich egal. Ist einfach ein ziemliches Kiddie-Game, weil es kostenlos ist. Sind es halt viele kleine Kinder, damit man halt dauernd beleidigt. Wenn man ein bisschen besser ist als die. Oder viel besser ist als die. Je nachdem. Also wenn man wirklich einzelne Schuss abgibt, muss ich sagen, kann ich auch ganz gut aus der Hüfte halt. Nur nicht so gut auf dem Kopf, weil... Das ist halt recht schwer, weil die Präzision auch nicht so gut ist von der AK. Aber... Oh, die Map ist gleich vorbei, sehe ich gerade. Sobald wir 5000 Coins, Points haben. Hoffentlich gewinnen wir die Map. Das wäre ganz cool. Vielleicht schaffe ich es ja auch noch... 2 AKD habe ich auf jeden Fall momentan. Vielleicht schaffe ich es ja auch noch hier mit den meisten Kills rauszugehen. Das wäre ganz geil. Sehr schön. Oh, das meine ich hier. Das meine ich. Vielleicht war ein bisschen Arm dabei, aber ich dachte eigentlich, wäre auch viel Oberkörper dabei. Da gehe ich halt eigentlich davon aus, dass wenn ich mit der AK da ein paar Mal auf Oberkörper baller, es einfach ausreicht, um den abzuknallen, also um den umzubringen, weil die mehr 13 mehr Schaden macht, aber das sind halt einfach so wenig Schuss teilweise, die da nur abgefeuert werden im Vergleich zur SG, dass es dann halt einfach ja, dort noch nicht so ist. So, die Map ist gleich vorbei. Ich denke, ich werde sogar noch eine Aufnahme machen mit der AK, die macht Spaß. Liken, kommentieren, abonnieren, ansonsten Daumen nach oben, wir würden euch loben. Euer Pax, bis zum nächsten Mal. Tschüss.